Austernfischer sind mit ihren roten Schnäbeln und Beinen unverwechselbar. Man sieht die Küstenbewohner häufig in Dünen und Wattlandschaften umherlaufen, auf der Suche nach ihrer Lieblingsspeise, den Schalentieren. Die Vögel stoßen den langen Schnabel in spaltweit geöffnete Muscheln, durchtrennen deren Schließmuskel und drängen die Schalenhälften auseinander. Gelegentlich ist die Muschel schneller und klemmt den Schnabel ein. Während der Balz reihen die laufhäutigen Vögel ihre Rufe trillerartig aneinander und laufen dabei nebeneinander mit gebogenem Hals und gesenktem Schnabel umher. Ein einmal gewähltes Brutrevier wird lebenslang aufgesucht und seinem Partner bleibt man treu.